eine ganz besondere Mutprobe als krönender Abschluss eines interessanten Kurses. Am Wiestal-Stausee seilen sich die Kursteilnehmer einer nach dem anderen über die 28 Meter hohe Staumauer ab. Wir machen richtig coole Übungen und macht richtig einen Spaß. Umgang und Vertrauen in die Geräte haben die Teilnehmer zuvor in der Mitarbeiterschulung gelernt oder aufgefrischt. Dieser Kurs in der Form wird alle 3 Jahre wieder angeboten oder ist alle 3 Jahre zu absolvieren. Und in den Jahren dazwischen macht man dann praktisch eigenverantwortlich eine Rettungsübung. Der Kurs kommt auch beide Teilnehmer ganz gut an, ist immer sehr beliebt. Der Großteil der Schulung geht hier über die Bühne. Das alte Maschinenhaus des Kraftwerks Strubklamm bietet viel Platz für Übungen aller Art. Allen voran der routinierte Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung. Persönlich, der Name sagt schon, die ist wirklich auf den Mitarbeiter zugeordnet. Und auch zugehörig ist ganz wesentlich, weil diese persönliche Schutzausrüstung auf den Körper angepasst sein muss, damit er eine Schutzwirkung entfalten kann. Das Wesentliche ist natürlich mal der Gurt, oder? Das ist das Um- und Auf, ohne den geht eigentlich gar nichts. Dann haben wir Positionierer am Gurt, 2 Stück für alle Maststeiger. Wir haben verschiedene Abseil-Absicherungsgeräte oder Rettungsgeräte. An verschiedenen Übungsstationen wird geklettert und gesichert, bis jeder Handgriff sitzt. Und auch die Rettung von verletzten Kollegen wird geübt. Das Wesentliche ist sicher immer wieder das in Erinnerung rufen, was die Basics sind, damit man auch die dann auch wirklich dann abrufen kann, wenn es benötigt wird. Ja, gerade bei widrigen Umständen ist natürlich, müssen die Kollegen auch auf den Masten unterwegs sein, gerade weil, wenn es stürmt und wettert, dann passieren die Störungen und dann müssen die Sachen auch hergerichtet werden. Deswegen ist der Umgang ganz zentral, also die Praxis oder Routine ganz wesentlich, damit es sicher funktionieren kann. Und wer so viel für die Versorgungssicherheit leistet, der hat sich auch ein kleines Abenteuer an der Staumauer verdient. Viel Spaß. Danke.